Hier unten sieht es kalt und gefräßig aus. Sie entfernen sich schnell. Die Leute klatschen. Echt jetzt? Auf einmal? Sie hat es doch gehört, auf Deck 12. Warum müssen wir hier warten, bis jemand den Müll da abholt? Selbst schuld. Lass sie doch verrecken! Ein paar mehr oder weniger. Geifer, Geifer. Und die anderen, die Besserwisser. Sollte man die nicht gleich zurückschicken? Sollte man, könnte man. Mama, was machen die Leute da an dem Boot? Die baden, Kind, siehst du doch. Ein Bild kommt ihr in den Kopf. Warum gerade jetzt? Keine Ahnung. Eldershot. Zwei alte Gurkas auf einer Bank in der leeren Shopping Mall. Runzlige Gesichter, leise in ein Gespräch vertieft. Sie schwelgen in Erinnerungen. Dieser Feldzug, jener Angriff. Direkt neben der Bank wartet eine Gruppe von Teletubbies auf Kinder, die sie in Bewegung setzen. Die bunten Figuren sind überzogen mit einer Staubschicht, in die jemand Kringel gezeichnet hat. Eldershot ist voll die doppelte Lüge. Briten beschweren sich dauernd über die Großmütterchen, die in traditioneller Kleidung hinter ihren durchtrainierten Männern herlaufen, die in die Grünanlagen pinkeln, die sich nicht auskennen mit der britischen Kultur. Nur, dass sonst fucking auch keiner kommt. Guckt euch doch mal um. Ihr habt drei leere Shopping-Malls in der Stadt. Die Armee baut ab, die interessiert sich einen Dreck für euch. Wenn wir nicht wären, wer schickt denn seine Kinder in eure Schulen, blecht eure Steuern, zahlt horrende Mieten für eure baufälligen Häuser und wer bewacht euch vor den Terroristen, die ihr so fürchtet? Die Security-Leute bei den Olympischen Spielen 2012 waren Gurkas. Alle, bis auf den letzten Mann.